Waffen. Hätten wir die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Nein. Und er hat schon erwähnt, dass das Leben eine Probe ist. In Sure 67, Vers 2 sagt der allmächtige Gott, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Gefällt einem vielleicht nicht, aber kann man nichts daran ändern. Allah sagt in Sure 23, Vers 21, لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. Er wird nicht gefragt nach dem, was er getan hat, aber wir werden gefragt. Wir sind nicht diejenigen, die Gott fragen. Hey, lieber Gott, was hast du gemacht? Warum hast du das und das so gemacht? Wer sind wir? Wer sind wir? Nicht sind wir. Wir sind Diener Gottes. Ob wir uns damit abfinden oder nicht, müssen wir uns abfinden. Und das ist der Schlüssel. Wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dann wird man auch erkennen, was danach passiert. Denn diese ganzen Proben, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, in einem Hadith sagt er, عجباً لأمر المؤمن. Die Lage des Gläubigen ist bewundernswert. Warum? Warum ist die bewundernswert? فَإِنَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Alles? Überlegen wir mal. Schauen wir uns wirklich mal unser Leben an. Bitte, jeder soll sein Leben angucken. Empfindet jeder Mensch, der hier sitzt, alles, was in seinem Leben passiert, als gut? Man sagt, nee, warum ist das passiert? Warum ist der gestorben? Warum bin ich krank geworden? Warum bin ich in der Schule rausgeflogen? Daran sieht man eindeutig, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Aber für den Gläubigen ist alles gut. Warum? Wenn ihn etwas Erfreuliches trifft, dann dankt er Allah. Und das ist gut für ihn. وَإِنْ أَسَابَتُ الدَّرَعُ صَبَرْ. Und wenn ihn eine Härte trifft, eine Krankheit trifft, ein Sterbefall trifft, dann hat er Geduld. Und das ist gut für ihn. Das heißt, alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Warum? Weil er weiß, dieses Leben ist nur ein kurzer Moment. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das diesseitige Leben ist gegen das Jenseits so, als wenn man den Finger in den Ozean hineinsteckt. Und man zieht ihn raus und das, was man am Finger hat, dieses Nichts, das ist das Diesseits. Und der Rest, das ist das Jenseits. Das heißt, steck mal deine 78, deine 60 Jahre in den Ozean. Ewiges Leben. Und er weiß, dass diese Proben, die ihm geschehen, er weiß niemals, welche Probe besser für ihn ist. Der eine fällt durch. Warum? Dem ist Gutes geschehen, aber der dankt nicht Gott dafür. Der dankt sich selber. Der sagt, ich. Und wenn ich nicht gewesen wäre, dann wärt ihr niemals so weit gekommen. Und wenn ich nicht gewesen wäre, dann. Und wenn ich nicht gewesen wäre, und ich. Aber der Gläubige, der sagt, wenn Allah nicht wäre, wenn der allmächtige Gott nicht wäre, hätte ich das niemals geschafft. Und dankt, und dies wird für ihn als gute Tat aufgeschrieben, und er ist ein dankbarer Diener. Und wenn ihn eine Probe fährt, was sagt der eine, der diesen Glauben nicht hat, der dieses Gottvertrauen nicht hat, was sagt der? Das kennen viele hier. Was hört man, wenn jemand eine Krankheit trifft? Der sagt, warum immer ich? Warum so ein Elend im Leben? Warum geht es uns allen so schlecht? Und das heißt, der eine fällt durch, und für ihn ist die Probe schlecht. Der eine ist reich, für ihn ist der Reichtum schlecht, weil dieses Geld wird er benutzen, um damit schlechte Taten zu machen. Und der andere, für ihn ist die Armut gut, weil er geduldig ist. Und Allah sagt ganz deutlich im Koran, um das kurz zu fassen, dass diese Welt nicht die Welt der Gerechtigkeit ist. Weil wird jemand sagen, ja, aber gibt es keine Gerechtigkeit? Gott ist gerecht. Warum haben wir keine Gerechtigkeit? Die Antwort ist ganz einfach. Dieses Leben ist nicht der Ort der Gerechtigkeit. Denn Allah sagt in Surat al-Yasin, das ist das Kapitel 36 im Koran, فَالْيَوْمَ لَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Heute wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur nach dem vergolten, was er getan hat. Heute bedeutet am jüngsten Tag.
Der jüngste Tag. Das ist der Tag der Gerechtigkeit. Das heißt, warte mal ab. Weil ansonsten gäbe es keine Gerechtigkeit. Adolf Hitler hat 6 Millionen Juden umgebracht, oder? Oder wie viel waren es? 6 Millionen, ne? Welche Strafe soll er im Diesseits bekommen? Die größte Strafe, die du ihm geben kannst, ist einmal töten. Das war's. Was ist mit 6 Millionen? Was mit den 6 Millionen machen? Im Jenseits, die Strafe geht immer weiter. Was ist mit jemandem, der vielleicht im Diesseits das schlechteste Leben hatte? Im Rollstuhl gesessen, im Rollstuhl saß, blind war, aber er war ein guter Mensch. Wenn er auch nur eine einzige Sekunde in das Paradies geht, wird er alles vergessen. Da wird er froh sein, dass er in diese Welt hineingekommen ist. Das heißt, diese ganzen Punkte sind kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Es ist nur ein Beweis dafür, dass du keine Antwort darauf hast, warum es diese Dinge gibt. Jedenfalls, dass du nicht weißt. Gott hat das Leben gegeben und Gott kann das Leben wieder nehmen. Das heißt, der erste Grund, warum viele Menschen keinen Sinn im Leben haben, ist, dass sie keine Gewissheit haben, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Wenn sie wissen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, dann fehlt oft das Vertrauen, dass sie eine göttliche Botschaft haben, auf die sie vertrauen können. Oder eine göttliche Botschaft, die ihnen genau sagt, was der Sinn des Lebens ist. Und wir haben zu allen Menschen wurde dieses Buch geschickt, den Koran. Ja, das Buch, das als letztes heilige Buch zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde. Gesandt. Und in diesem Buch sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz deutlich, oder sagt der allmächtige Gott Allah ganz deutlich, was der Sinn unseres Lebens ist. Ob man es will oder nicht. Er sagt in Surah 51, Vers 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Dann wird vielleicht der eine oder andere sagen, wie dienen? Weil der will lieber, dass ihm gedient wird. Aber da kann man leider nichts dran ändern. Wie gesagt, wir sind nicht im Wunschkonzert. Ja, weil wenn der Arbeitgeber zu dir sagt, du musst das und das und das und das und das machen, dann sagst du auch nicht, warum? Ich will aber nicht. Und dann sagt er, wenn du nicht willst, tschüss, bumm, hau ab, such dir eine andere Arbeit. Oder geh zur Arge. Dann geht nur der Lohn ein bisschen runter. Ja, so einfach ist das. Gott hat dich erschaffen, damit du ihm dienst. Aber was ist das Fehlverständnis von uns? Das Fehlverständnis von uns ist, dass wir unter Dienen etwas verstehen, was eine Belastung für uns ist. Wir verstehen darunter etwas, was negativ für uns ist oder eine negative Auswirkung auf uns hat. Aber wenn man dem allmächtigen Gott dient, ich habe eben schon gesagt, er sagt in Surah 20, Vers 5, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Dann wirst du glücklich sein. Weil dies deine Natur ist, mit der du erschaffen wurdest. Dies die Natur, mit der du erschaffen wurdest. Aber wenn du dich dieser Natur widersetzt, dann bist du wie ein Dieselauto, das man volltankt mit Superblei frei. Du wirst nicht weit kommen. Das ist sozusagen die materielle Ebene. Jetzt nehmen wir mal die spirituelle Ebene. Das ist das, worüber ich eben gesprochen habe. Und das ist etwas, was man nur spüren kann, wenn man es selber mitgemacht hat. Allah sagt im Koran, in Surah 16, Vers 97, Man amila salihan min dhakarina untha wa huwa mu'min, falanu hayyanna wa hayyatin tayyiba. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und das ist etwas, was wir sehen. Wir sehen Leute, subhanallah, ich bin durch viele islamische, ich bin in vielen islamischen Ländern rumgekommen. Die den Islam praktizieren, die arm sind, die vielleicht kaum was zu essen haben, aber die glücklich sind. Die mit ihrem Leben zurechtkommen. Es geht nicht um jeden, der sich Muslim nennt, sondern ich rede von demjenigen, der diese Religion bewusst praktiziert. Bewusst praktiziert. Das ist der erste Nutzen. Das diesseitige Leben. Und das kann man jedem garantieren. Der zweite Nutzen ist welcher?